Servus meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem brandneuen Unboxing-Video von mir. Heute stelle ich euch die Box von der lieben Schwester Eva vor, die am 31.01. ihr Album Aaliyah released hat. Diese beiden, also die Box und der Bademantel, waren unter anderem noch in einer anderen Box verpackt. Die habe ich schon mal ausgepackt für euch, weil das alles halt nicht aufs Bild gepasst hätte. Den Bademantel lege ich erstmal zur Seite. Da kommen wir zum Schluss zu. Ich würde sagen, wir fangen erstmal mit der Box an. Auch schon mal ein sehr nices Design. So sieht das Ganze aus. Schwester Eva, Alles oder Nix, Records, Aaliyah. So, mache ich die Box mal auf für euch. Wie viele wahrscheinlich wissen, sitzt Schwester Eva zurzeit im Bau. 2 Jahre muss sie, glaube ich, abschließen. An dieser Stelle Free Ever, würde ich mal sagen, für die Taten, wo sie auch für verurteilt wurde, hat sie, glaube ich, alles im Allen zugegeben, was da passiert ist. Außer der Zuhälterei wurde sie, glaube ich, freigesprochen. Da bin ich mir gerade aber nicht ganz sicher, ob ich das jetzt richtig wiedergegeben wurde. Aber sie wurde dafür verknackt, dass sie wohl ihre Mädchen, die für sie gearbeitet haben, geschlagen haben soll oder getreten hat. Und wegen ein paar anderen Dingen wurde sie noch verurteilt. So, da hätten wir die Box. Zeige ich euch die nochmal einmal von außen. Eine sehr schöne Box, muss ich ganz ehrlich sagen. So sieht das gute Stück aus. Klappen wir die mal auf. So. Hole ich mal alles raus, was sich in der Box befindet, und lege die Box dann erstmal wieder zur Seite. So, ich würde sagen, ich zeige euch erstmal das Album. Da hätten wir das gute Stück Aaliyah, Schwester Eva. Packe ich das mal aus für euch. Ihr könnt ja mal kommentieren, wer sich die Box oder das Album gegönnt hat und welchen Track ihr am meisten feiert von dem ganzen Album, wenn ihr euch das Album schon gegeben haben solltet. Also ich habe es mir schon komplett durchgehört und finde es wirklich sehr stark gemacht von ihr. So, dann hätten wir hier das Ganze von hinten. Es befinden sich 16 Tracks auf dem Album. So, auch sehr schön gemacht. Das wäre die CD mit, wie ich schon sagte, 16 Tracks. Komme ich jetzt zu den Instrumentals, was ich natürlich absolut eigentlich nicht feier ist, wenn das halt in so Pappschubern kommt. Kann man besser auch ein bisschen mehr investieren und auch so eine vernünftige Disc halt für machen. Aber nun denn, die meisten machen das ja in so Pappschubern. Also, hier hätten wir die Instrumentals für alle Nachwuchskünstler unter euch, die auch mal zeigen wollen, was sie drauf haben. Dann haben wir hier kleine Handschellen als Schlüsselanhänger gemacht. Hier ist, glaube ich, sogar das Massari-Logo drauf. Wenn ich das jetzt richtig habe. Oder auch nicht. So sieht der Schlüsselanhänger aus. Auch sehr schick gemacht. Hier vorne klappt man die auf. Also quasi, wenn man das jetzt hier oben ist ein Zieher, da zieht man dran und dann gehen die halt auf die Handschellen. Auch ein sehr schöner Anhänger, sehr nice gemacht. Jetzt als nächstes komme ich zum Kalender, was auch eine sehr starke Idee von ihr ist, wie ich finde. Sowas gab es, glaube ich, auch noch nicht so oft. Ihr könnt ja mal kommentieren,
ob ihr schon mal einen Kalender in der Box hattet. Ich glaube, das gab es schon ein paar Mal. Ich bin mir jetzt aber gerade nicht sicher. So, jetzt zeige ich euch mal ein paar Seiten von dem Kalender. Da hätten wir einmal hier ein Bild von der lieben Schwester Eva und einmal auf der anderen Seite noch. Also sehr, sehr schick und hochwertig, vor allem verarbeitet. Ja, da sind ein paar nice Bilder dabei, würde ich mal sagen. Sehr schön gemacht. Zeige ich euch noch mal ein paar Bilder weiter hinten. Hat sie wirklich gut gemacht. Gibt es nichts dran auszusetzen. Sehr schön. So, komme ich jetzt zu dem Poster. Ja, das finde ich schon mal sehr stark von beiden Seiten bedruckt, dass man sich aussuchen kann auch, welche Seite man aufhängen will. Viele machen ja auch nur einseitig, was ich jetzt nicht so dementsprechend feiere, weil so kann man sich von jeder Seite aussuchen, welche Seite man jetzt halt am meisten feiert und sich die halt aufhängen. Einmal an einem schönen Auto angelehnt, sehr schick gemacht. So, jetzt zeige ich euch die andere Seite. Da hätten wir die liebe Eva auch sehr schön im blauen Mantel, blauer Rock. Einfach eine hammermäßige Künstlerin, kann man nichts anderes zu sagen. Zeige ich euch jetzt die Sticker. Erstmal gucken. So, Free Ever, ihr wisst Bescheid, macht Welle. Ich denke mal, sie muss zwar 2 Jahre absitzen, aber ich schätze mal die ganze Zeit, also dass sie komplett 2 Jahre einsitzen wird, das schätze ich jetzt mal nicht. Hier hätten wir Schwester Eva, Aliyah. Dann hätten wir hiervon nochmal ein. Also insgesamt 3 Stück und 2 Stück von dem Free Ever in Rot gehalten Sticker. Dann hätten wir hier noch 3 Sticker, auch sehr schön gemacht. So, wir hätten insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Sticker. Das ist doch schon wieder eine Menge. Es gibt ja mittlerweile viele Künstler, die nur noch irgendwie 5 oder 6 Stück reinmachen. Also ich finde es immer nicer, wenn die immer ein paar mehr Sticker mit reinpacken. Komme ich jetzt zu dem Bademantel. Auch wenn man ihn schon rausholt, man merkt direkt, dass er sehr hochwertig verarbeitet ist. Natürlich ein paar Fusel überall dran. So, dann hätten wir hier den Gürtel sozusagen zum, ich weiß gar nicht, wie man das jetzt, ja, einfach zum Zumachen, würde ich jetzt einfach so mal behaupten. Packe ich den, ein Bild von dem gesamten Mantel findet ihr im Anschluss des Videos. Ich zeige euch jetzt einfach nur mal, was halt, wie der halt verarbeitet ist und was sich alles auf dem Bademantel befindet. Zeige ich euch den erstmal von hinten. Hier hätten wir auch von hinten direkt ihr Logo von ihrer eigenen Marke Malanda. Sehr schön gemacht. Qualität ist auch sehr hochwertig verarbeitet. Gibt es nichts anderes zu sagen. Hier hinten hätten wir nochmal eine Kapuze. Der Bademantel ist schwarz-weiß gehalten. An den Seiten hätten wir noch jeweils eine Tasche, wo man was reintun kann. Auch mit dem Malanda-Logo. Sehr schön gemacht. Wie schon gesagt, von beiden Seiten mit einer Tasche. Die Nähte auch top. Qualität, gibt es nichts anderes zu sagen. Ein Bild oder auch 2 Bilder von dem gesamten
Bademantel findet ihr im Anschluss des Videos. Somit würde ich sagen, war es das auch schon mit meinem neuesten Unboxing von der lieben Schwester Eva mit der Alia Box. An dieser Stelle wünsche ich der Schwester Eva und ihrem Label Alles oder Nichts Records weiterhin viel Erfolg mit dem Album. Beste Grüße gehen raus an dieser Stelle. Wenn euch das Unboxing-Video gefallen sollte, lasst mir natürlich wieder sehr gerne einen Daumen nach oben da. Ich würde mich sehr darüber freuen. Kommentiert, ob ihr euch die Box gegönnt habt. Vergesst das Abonnieren nicht. Und die Links zu den MP3-Downloads und der Box findet ihr wie immer in der Beschreibung. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns bis zum nächsten Unboxing, meine lieben Freunde.